Ich bin Kaufmann von Beruf und habe gesehen, dass das Geldverdienen nicht das Einzige sein kann und habe auch das Elend gleichzeitig erlebt bei den Tieren. Ich habe Katzenelend gesehen und da habe ich halt dann gesehen, hoppla, da wäre ich gebraucht und habe dort begonnen vor 30 Jahren und habe das dann die erste Buchstraße oben habe ich gebaut und habe meine kaufmännischen Fähigkeiten dort voll hineingelegt und habe das Heim innerhalb eines Jahres stehen gehabt, ohne Schulden. Wenn Sie das Elend einmal sehen und ein bisschen hineinhorchen, dann können Sie eigentlich gar nicht flüchten, denn es ist so, so groß und bedarf unserer Hilfe. Und das, was wir machen, ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich habe früher immer mit Gefühlsschwankungen, ich möchte sogar sagen Depressionen zu tun gehabt. Ich habe sehr viel Geld verdient. Das war aber nicht das, was ich eigentlich als Inhalt des Lebens gesehen habe. Und seitdem ich die Tiere mache, das ist also im Tierschutz tätig bin, das ist 30 Jahre, kenne ich keine Depression. Kenne ich überhaupt nicht. Denn wenn ich da rausgehe, weiß ich ganz genau, heute habe ich wieder vieles gut gemacht, vielen Menschen geholfen in Verbindung mit Tieren und so weiter. Und ich bin froh, dass ich das machen kann. Ja, und so läuft es halt. Es ist ja nicht so, dass die Tiere im Tierheim alle krank sind. Man hat da so vielleicht so ein bisschen ein verschobenes Bild von Aufnahmen, die man immer bei Hunden sieht, die hinter Zwingertüren und dergleichen sind. Ja, diese Tiere sind vital, sie sind lebenslustig, sie sind gesund und sie haben halt einfach das Pech, dass sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort beim falschen Besitzer waren. Ansonsten unterscheidet sie nichts, auch nicht in ihrem Wesen, in den meisten Fällen von Hunden, denen sie heute auf irgendwelchen Spielwiesen begegnen. Zum einen sind die Tiere, die aus dem Tierheim stammen, gründlichst untersucht durch die Tierärzte im Haus und das nicht nur einmal, sondern mehrmals während ihres Aufenthalts im Tierheim. Und das gewährleistet natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit, dass man auch ein gesundes Tier bekommt und auch darüber informiert wird, welche Behandlungen bzw. welche Untersuchungen durchgeführt wurden. Des Weiteren ist, wenn man das Tier dann übernommen hat, die Möglichkeit, 3 Wochen kostenlos nach Übernahme des Tieres zu uns in unser Tierspital zu kommen, sollten Probleme auftreten, sollten Fragen bestehen, die man gerne einem Tierarzt stellen möchte, so kann man das eben in dieser Zeit kostenlos tun. Und das Dritte ist, für Tiere, die älter sind als 10 Jahre, haben wir das Seniorenprojekt. Dort wird es dann so sein, oder dort ist es de facto so, dass jene Tiere, die über 10 Jahre alt sind und einen neuen Platz finden, für ihre verbleibende Lebenszeit ebenso kostenlos bei uns untersucht und behandelt werden können, weil wir eben wissen, dass gerade das eine Angst ist, wenn man sich ein älteres Tier holt, dass ihm dann besonders hohe Kosten für die Tierärzte anfallen. Und dem soll das Ganze entgegenwirken und damit hoffen wir natürlich auch, viele Tiere höheren Alters vergeben zu können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach ins Tierheim kommt und dort einen Hund mitnimmt nach Hause. Das geht bei uns auch gar nicht, sondern man wird dann doch gebeten, mehrmals zu kommen, mit dem Hund sich ein bisschen vertraut zu machen, den Hund kennenzulernen und auch dabei schon ein bisschen beobachten zu können, fällt mir selbst vielleicht etwas auf, was ich nicht ganz verstehe, beziehungsweise wo ich eine Frage habe bezüglich des Gesundheitszustandes. Und dann kann man natürlich diese Frage auch jederzeit den Tierärzten stellen.